Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klick Klack. Heute begrüße ich Sie mit einer Welturaufführung in Paris von einem ganz neuen Cellokonzert, das Francisco Coll für mich geschrieben hat. Sie können sich vorstellen, dass das ein sehr aufregendes Ereignis ist, sowohl für mich als auch für den Komponisten. Doch beginnen wollen wir mit einer ganz wunderbaren Sängerin. Sie ist uns zum ersten Mal aufgefallen in einem Freischützfilm von Jens Neubert. Und das ist 12 Jahre her. Trübe Augen, Liebchen-Augen, einem holden Bräutchen nicht. Trübe Augen, Liebchen-Augen nicht. Trübe Augen, Liebchen-Augen, einem holden Bräutchen nicht. Schon damals hat Regula Mühlemann mit diesem kleinen Auftritt die Opernwelt zum Staunen gebracht. Und heute, nach 12 Jahren, singt sie auf den ganz großen Bühnen der Welt, ob bei den Salzburger Festspielen oder an der Mailänder Scala. Aber sie überrascht nicht nur als wunderbare Darstellerin, sondern auch mit ausgefallenen Liedprogrammen. Getroffen haben wir sie in Rheinfelden, als sie bei den Klassiksternen aufgetreten ist. Und ihr Programm Lieder der Heimat hat uns verzaubert. Sag mal, kanntest du die Lieder, die du da auf der CD und auch heute Abend singst, schon vorher als Kind oder wie hast du die ausgesucht? Also die Auswahl ist eigentlich dadurch, oder sagen wir, das Thema ist dadurch zustande gekommen, dass ich lange im Ausland war, in Italien, und ich bin durch den Gotthard mit dem Zug nach Hause gefahren, und wo der Tunnel quasi zu Ende ist, tut sich so diese Urschweiz auf. Also man kommt da wirklich zum Urner See und es ist archaisch und es hat Felsen und es hat Wasser, und ich dachte einfach, meine Güte, ist das schön. Man müsste eigentlich mal Literatur von hier singen, von der Schweiz, weil ich habe mein ganzes Studium absolviert und quasi nie einen Schweizer Komponisten gesungen, und jetzt dachte ich, jetzt muss ich mal gucken, was es eigentlich so gibt. Was singst du da? Es ist aben ein Mensch auf Erde, Simmeli Berg. Es ist aben ein Mensch auf Erde, Simmeli Berg. Und das Vreneli ab dem Guckisberg und Sines Hans Jakobli an dem Berg. Also die Vreni, die kommt aus einem Tal oder von einem Berg, und der Hans Jakob, der kommt vom anderen Tal. Und sie sehnt sich halt, also eigentlich ist es Hirt auf dem Felsentext, sie sehnt sich hinüber zu ihm. Und sie hat das Gefühl, wenn sie ihn nicht kriegen kann, dann stirbt sie vor Kummer. Und man er mir nicht werden, vor Kummer stirbe nie. Was bedeutet denn eigentlich für dich Heimat? Heimat hat sicher sehr, sehr viel mit Menschen zu tun. Dort, wo die geliebten Menschen sind, dort fühlt man sich daheim.
Okay. Hast du das verstanden? Ja, ich habe verstanden. Das ist schön. Und also natürlich hat es eben, ich habe eben da, wo ich aus Italien kommend diese raue Natur gesehen habe, da hatte ich so dieses Heimatgefühl und dachte, vielleicht hat es auch mit dieser Sehnsucht zu tun, weil vorher war zu Hause einfach normal. Und wenn man dann viel reist und viel von zu Hause weg ist, dann merkt man plötzlich, was man eigentlich ist, ja mit allem so, was man gehabt hat, bevor man es quasi ein bisschen verloren hat. Und ich meine, ich rede hier von einer sehr privilegierten Situation. Bei mir ist es nur die Distanz, ein freiwilliges aus der Heimat weggehen und dann wieder zurückkommen und das eben sehr schön finden, sehr genießen. Und manchmal ist es nicht nur die Schönheit der Natur, sondern es hat natürlich auch mit der Verbindung zu tun mit den Menschen, die da sind, wo man zu Hause ist. Hier auf dem Felsen war das Lieblingsstück meiner Großmama und sie hat dann am Klavier gespielt und dazu gesungen und mein Opa hat Klarinette gespielt. Ich finde auch, es beschreibt total die Heidi-Idylle. Also das könnte auch eine Schweizer Szenerie sein sozusagen. Und deswegen kam eigentlich die Idee und dann die Kombination mit den Schweizer Komponisten. Und ja, da ist eigentlich nichts, was bekannt ist drunter. Wir haben das alles ausgegraben. Welches war denn eigentlich von diesen Heimatliedern das Überraschendste für dich, wo du gedacht hast, wow, das ist eine Entdeckung? Also eigentlich bei allen. Also wirklich, wir haben ja ganz viel durchgespielt, wo gab es auch viele merkwürdige Dinge. Oder es gibt halt auch immer diese Lieder, die aus der Militärtradition rauskommen. Die haben wir natürlich komplett ignoriert. Aber die wir jetzt ausgewählt haben, sind für uns wirklich alle so Entdeckungen. Also diese französischen finde ich mitunter fast die schönsten von der Komponistin Marguerite Roscon-Champion. Une jeune fille parle. Genau, da geht es konkret um Betrug. Also eine Person, wahrscheinlich eine Frau, die von den... Zuerst muss ich überlegen, es fängt an mit dem Filoi, das ist glaube ich Fenkel, erzählt bekommt, dass der Liebhaber sie liebt und dass alles rosarot ist. Und dann kommen die Baccarat, das sind glaube ich Gänseblümchen, die sagen, oh, ich bin mir da nicht so sicher, ob der dir treu ist. Und am Schluss die Sauge Salbei, die ganze Tragödie offenbaren, dass er treulos ist und dass sie ihn gehen lassen soll, sozusagen. Also irgendwie geht es nie gut aus, oder? Es gibt schon ein paar, wo es gut ausgeht, aber oft ist ein bisschen Drama dabei. Oh,
Also das Schöne an der Schweiz ist natürlich, dass wir eben diese kulturelle Vielfalt haben. Also wir haben wirklich, wenn man jetzt im 19. Jahrhundert guckt, Lied-Epoche, also Lied, romantisches Lied, dann hört man diese Anlehnungen an den großen Bruder sozusagen. Also in dem Welschland oder in dem französisch sprechenden Schweiz hört man die Anlehnung an Frankreich, man hört den Impressionismus, man hört ein bisschen Debussy bei Marguerite Roesken-Champion zum Beispiel. Oder bei den Deutschschweizer Komponisten hört man die Anlehnung natürlich an Schubert, Schumann und so weiter. Und dann gibt es diese große Liedtradition im Bündnerland, also Graubünden mit dem Rätoromanischen. Und welches Lied wäre das zum Beispiel? Das ist Walter Geiser, da gibt es ein Lied, das heißt Primavera, Frühlingslied, und Dorma, ein Schlaflied. Und die Vielfalt eben von diesen Sprachen, von diesen Dialekten, weil wir haben auch Mundart, also Schweizerdeutsch, in verschiedenen Dialekten, wo ich auch nicht immer jedes Wort verstanden habe. Kannst du singen auf Schweizerdeutsch? Oder? Ja, weil so ist mir natürlich der Schnabel gewachsen. Also auf Schweizerdeutsch geht es eigentlich ziemlich gut, ja. Dieses Plange, oder wie spricht man das aus? Plange. Plange, ist das ja. Schweizerdeutsch? Das ist Schweizerdeutsch und was das finde ich wirklich Plange? Eines der schönsten Worte überhaupt. Weil man kann es eigentlich nicht in Deutsch übersetzen so direkt. Plange heißt eigentlich sich sehnen nach, etwas vermissen. Ich weiß nicht genau, Plange. Plange kann man nicht eins zu eins übersetzen. Sag mal einen Satz, wo das drin vorkommt, vielleicht verstehe ich es. Also ich plange auf meine Ferien, ich freue mich auf meinen Urlaub oder ich freue mich, dass ich dich endlich wieder sehe. Ich sehne mich oder ich freue, also eigentlich sich sehnen nach mit gleichzeitig sich freuen. So. Also etwas Positives. Ja, total. Mega schönes Wort. Plange. Jetzt freue ich mich, Sie mitzunehmen zur Welturaufführung des ganz neuen Cellokonzerts, das Francisco Coll für mich geschrieben hat. Gespielt hat das Orchestre Philharmonique de Radio France und Francisco hat die Uraufführung selber dirigiert im Auditorium vom Radio France. Wir haben Francisco 2 Wochen vor der Premiere bei sich zu Hause in Eschenbach bei Luzern in der Schweiz getroffen. Und wir waren wirklich überrascht, denn Francisco ist nicht nur Komponist und Dirigent, sondern auch Maler. So, when I was writing the cello concert, als ich am Cellokonzert für Soll schrieb, ist gleichzeitig dieses Gemälde entstanden. If you see from here, from far, you can see that aus der Entfernung sieht das alles ganz abstrakt aus. Es ist sehr intensiv, aber auch geheimnisvoll. Because of the color, but also kind of mysterious or mystical. Aber wenn du näher herangehst, ja, man sieht Figuren tanzen und Spaß haben. Das ist Giocoso, eine sehr heitere Lebensart, die wir hier sehen. Da oben, das könnte doch zum Beispiel Sol sein. Das Ganze ist wie eine Landschaft angelegt. Music is coming to me through colors.
Musik kommt zu mir über Farben, aber auch über Texturen und Formen. Und dann setze ich das in Klänge um. Also, am Anfang habe ich keinerlei Töne, sondern Farben und Strukturen im Kopf. Und dann versuche ich herauszufinden, wie die klingen könnten. Der erste Gedanke, den ich für Sols Konzert hatte, war Freude. Es war ja schon so eine Freude, mit ihr zu arbeiten beim Doppelkonzert für sie und Patricia Kopaczynskaja. Und so beginnt auch das Cellokonzert mit einem fröhlichen Tempo. Für mich ist dieses Konzert eindeutig ein Porträt von Sol. Hätte ich es für jemand anders geschrieben, würde es völlig anders klingen. Als ich begann, das Konzert zu schreiben, wusste ich noch nicht, wie es sein wird. Es ist so geworden, weil ich mir immer dabei gedacht habe, wie Sol es spielen würde. Like this, because I had Sol all the time in my head playing it. Der erste Satz ist ja wie eine Explosion, die so 3 Minuten dauert. Und dann geht es auf einen Schlag über in den zweiten Satz, der sehr mystisch und lyrisch ist. Und natürlich wollte ich alle Möglichkeiten, die Sol in ihrem Spiel hat, ausschöpfen. Ihre vielen Klangfarben, ihre Expressivität und die vielen, vielen Schattierungen, die sie auf einer einzigen Note zaubern kann. Beautiful sound and all the colors that she gets just in one single note, you know. Jackson Pollock, I think, is part of my DNA as a composer, actually, because ich glaube, Jackson Pollock ist Teil meiner DNA als Komponist. Für mich sind Malen und Komponieren ein und dieselbe Sache. Painting in two different ways, you know, for me it's the same. So. Und so sind fast alle, die mich beeinflusst haben, Maler. Allen voran Jackson Pollock, Salvador Dali und Pablo Picasso. Oder Goya, das sind die Künstler, die mir geholfen haben, meine Musik zu finden. Pablo Picasso, Goya, you know, are artists that somehow help me to develop my music. Hier ist also dein geheimer Raum. Das Spielzimmer hier. Spielzimmer, you call it. Yes. Spielzimmer nennst du es. Ja, hier lebe ich mich aus. Hier spiele ich und habe Spaß. Zum Beispiel hier ein Selbstporträt zu einem Stück, das ich 2012 geschrieben habe. Ein Stück für Klavier und Orchester. Es hat den Titel I would be not the one who says nothing. It's a bit poetic. Ich würde nicht der sein, der nichts sagt. Und wie du siehst, sage ich nichts. So, yeah, this is. I did this recently, actually. Here I have a Vanitas. Hier haben wir eine Vanitas. I like the theme of the Vanitas. Ich mag das Thema der Vergänglichkeit. Vanitas. Yes. They frighten me. Das macht ein bisschen Angst. Bist du ein melancholischer Mensch? Maybe. Ja, mir gefällt Melancholie. I am. Yes, I think so. But I am also enjoying this melancholy. I am a happy pessimist, you know. Ich bin ein glücklicher Pessimist. Yes.
Yes, definitely. I enjoy this kind of. Also, wenn du dir deines Chaos bewusst bist, dann kannst du glücklich sein. Es gibt nur ein Problem: wenn du dich dessen nicht bewusst bist, dann wirst du traurig. This is a kind of flowers, you know, like a natural. Hier haben wir ein Stillleben. Here, they are in the pot. And this is the portrait. Und das ist ein Porträt, das ich gerade gemalt habe. Yes. Du siehst sehr ernst darauf aus. Yes. You look very serious. I am a very serious person. Ja, aber das bin ich immer. Always, always. Und wenn ich versuche, einen Witz zu machen, muss ich ihn grundsätzlich hinterher erklären. Mir ist klar, dass meine Witze nicht lustig sind. Kannst du uns mal einen erzählen? Na, hab ich doch gerade. Wir befinden uns heute in Maison de la Radio hier in Paris und bald geht unsere Probe los. Ich freue mich ganz besonders, heute bei uns Francisco Coll zu haben. Diesen Moment haben wir beide sehr lange gewartet. Ein neues Stück, das ist wie ein neues Baby, eine neugeborene, sagen wir, Kunst. Es ist genau das. Das ist wirklich eine Kunst, welche ich mich immer frage, wie schafft ein Komponist den Prozess bis hierher zu bringen, dass wir heute mit dem ganzen Orchester da sitzen und dass es funktioniert. Francisco, muchísimas gracias por tener un poquito de tiempo para nosotros. Francisco, vielen Dank, dass du die Zeit für uns nimmst. Erklär uns mal, was kommt auf das Orchester zu, jetzt, da unsere Premiere bevorsteht. Wie fühlst du dich in einer solchen Situation, wenn du ein Werk zum ersten Mal dirigierst? Du hast ja bereits andere Werke von dir dirigiert. Was ich fragen will, wenn du dir dirigierst, siehst du vielleicht mehr Dinge, die du ändern, verbessern oder anders definieren willst? Oder in puncto Dynamik oder Schreibstil? Sind dir nach einer Premiere schon mal neue Dinge eingefallen, dass du noch etwas verändern wolltest? Ja, ich bin sogar geradezu besessen von Überarbeitungen. Das mache ich sehr gerne. Ich mag es nicht zu sagen, so, das Werk ist fertig, es muss so sein und ihr werdet euch schon daran gewöhnen und es so umsetzen. Mir gefällt der Gedanke, es überarbeiten zu können. Ich finde auch, das ist der große Vorteil, den ein Komponist gegenüber einem Maler hat. Das Dirigieren gibt mir definitiv eine andere Perspektive, nämlich die Perspektive des interpretierenden Künstlers. So bin ich Teil dieser Geburt eines neuen Konzertes. Und ich habe den großen Vorteil, dass ich dem Stück die Form geben kann, die es meiner Meinung nach haben sollte. Spielst du eigentlich dein Instrument noch? Nur zu Hause. Nicht in der Öffentlichkeit? Nein, unter der Dusche, da spiele ich Posaune. Da wird sie doch nass. Kannst du uns einen Einblick in die Form dieses Konzerts geben? Wie ist es aufgebaut? Wie entwickelt es sich? Es folgt dem Muster A, B, A, nicht wahr? Schnell, langsam, schnell. Aber nicht durch und durch, stimmt's? Ja, es folgt dem Muster A, B, A, schnell, langsam, schnell. Aber dieses Muster wird gebrochen. Musik neigt ja generell dazu, dass nicht so ist, wie es scheint. Und dass man auf den ersten Blick, wenn man sie analysiert, einige Dinge sieht und dann, wenn man sie anhört, andere Dinge hört. Mich faszinieren zum Beispiel die Surrealisten. Dali hat ein Bild gemalt, das beim Betreten des Raumes wie ein Gesicht aussieht. Aber wenn man näher rangeht,
War es der Rücken einer Frau oder etwas anderes? Mir gefällt die Idee der Doppeldeutigkeit, dass nicht so ist, wie es scheint. Nun, eigentlich wollte ich etwas Humor einbringen. Aber ich weiß nicht so recht, ob mir das gelungen ist. Denn normalerweise sagen die Leute, der Humor, den ich schreibe, der sei überhaupt nicht lustig. Also ich glaube, da versage ich auf ganzer Linie. Schwarzer Humor? Nicht wirklich. Der Humor, den ich mag, der kommt einfach nicht an. Aber vielleicht ist das ja mein Markenzeichen. Ein Humor, der nicht lustig ist. Vielen Dank, Francisco. Es war ein Vergnügen. Damit möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachtstage und freue mich, wenn ich Sie im nächsten Jahr wieder zu Klick-Klack begrüßen darf. Hätte ich es vergessen. Ihr neuestes Album nennt Regula Mühlemann Fairy Tales. Ein Album voller wunderbarer romantischer Geschichten und Melodien, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen. Pur fu.